Sabines Infobox. Herzlich willkommen bei Sabines Infobox. Wir haben heute wieder eine spannende Erfolgs- und vor allem Lebensgeschichte. Er ist der einzig staatlich anerkannte männliche Logopäde im mittleren Kochertal mit ca. 11.000 Einwohnern. Das fand ich schon sehr, sehr interessant. Hallo, herzlich willkommen, Thilo Schröder. Hallo, liebe Sabine, ich freue mich. Vielen Dank für die Anleitung oder die Einladung, sagen wir mal so. Ja. Ich freue mich auch, dass es geklappt hat, dass wir jetzt beide zusammengekommen sind. Und ich habe dich ja vorgestellt als einzigster männlicher Logopäde, da wo du herkommst. Wo liegt denn Kochertal? Kochertal liegt so zwischen Heilbronn und Schwäbisch Hall. Ja. Schwäbisch Hall ist ja so ein Begriff, ne? Schwäbisch Hall, auf diese Steine können sie bauen. Also das ist ja ganz bekannt. Also da in dieser Ecke ist es, also in Baden-Württemberg. Ja. Na, bist du ja da bekannt, sage ich mal. Ja, also es ist oft so, dass viele Kinderärzte oder Ärzte sagen, ja, ich schicke sie jetzt mal zu einem Mann, weil vielleicht mit einer Frau das nicht so ganz klappt. Vielleicht klappt es mit einem Mann besser. Ist oftmals so. Ja. Weil in der Logopädie ist es ja oft so, dass das ein sehr frauenlastiger Beruf ist. Also sehr viele weibliche Logopädinnen es gibt, aber wenig Logopäden. Warum? Ja, Verdienstmöglichkeiten, denke ich mal einfach. Also ich meine, wenn man diese therapeutischen Berufe anschaut, ist die Logopädie relativ weit oben, weil es eine sehr große Wichtigkeit hat auch. Aber trotzdem reicht es nicht unbedingt, wenn man jetzt so angestellt ist, dass man da gut überleben könnte, ja, oder eine große Familie gründen könnte. Ja, das ist einfach immer noch etwas wenig. Genau. Jetzt hast du ja eine eigene Praxis, ne? Seit wann hast du die? Seit 2018. Ja. Seit Oktober 2018. Ja. Genau. Ja. Und das vorher hast du auch in einer anderen Praxis dann auch gearbeitet, denke ich dann mal. Warst du in mehrere Praxen? Hast du da Erfahrung gesammelt oder warst du von Anfang an in einer Praxis? Das finde ich ja immer interessant. Ich fange mal ganz vom Urschleim an. Es war tatsächlich so, dass ich meine Ausbildung fertig gemacht hatte zum Logopäden. Ich glaube so um die 2014, 2015, so rum war ich fertig und hatte dann die Möglichkeit, in dem letzten Semester Praktika zu machen in verschiedenen Einrichtungen. Und dann bin ich halt weit gereist. Dann bin ich nach München, nach Stuttgart, nach Heidelberg, nach München, also überall hin, wo ich sonst nicht mehr hinkomme. Ja. Und in Stuttgart hat mir die Arbeit da sehr gefallen, in diesem Fohn-Institut bei der Ariane Wilikonski. Ist vielleicht für manche ein Begriff. Ja. Also das war wirklich eine ganz tolle Arbeit und die hat mich dann auch eingeladen, wenn ich fertig bin, darf ich auf jeden Fall zu ihr kommen. Ja, und dann habe ich das auch so gemacht. Also habe da meine ersten Erfahrungen sammeln dürfen. Das war wirklich eine ganz tolle Zeit da auch. Ja, ja, und genau. Dann kam die Idee, du machst eine eigene Praxis auf. Die kam noch nicht ganz. Es war dann so, dass es 2017 war. 2017 war es dann so, dass ich meine Frau heiraten wollte. Und also die Idee kam dann vorher. Weihnachten 2016 kam die Idee, dass man 2017 dann heiraten möchte. Ja, am 1.7. Also sprich, gestern war der Hochzeitstag. Glückwunsch nochmal.
Dankeschön, Dankeschön. Ja, und dann habe ich gesagt, gut, okay, dann komme ich wieder hier in die Heimat zurück, ins Kochertal und schaue, was ich da noch so finde an Anstellungen. Ja, da hatte ich zwar schon die Idee, dass ich mich irgendwann selbstständig mache, aber es war noch nie so, dass ich jetzt sage, okay, jetzt mache ich mich sofort selbstständig. Ne? Und hatte dann ja, in einer kleineren Praxis hier in der Umgebung ja, eine Stelle gefunden auf 450 € Basis. Ja, war jetzt nicht so, ja, sage ich mal, es war schon lehrreich, weil ich sehr viel alleine machen musste und durfte auch. Aber so richtig erfüllt hat es mich nicht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, okay, und jetzt wage ich den Schritt in die Selbstständigkeit und ich habe es bis jetzt noch nicht bereut. Ja, schön. Ja, Ne? also es ist wirklich eine ganz tolle Sache, ja. Ja, und Genau. als Mann hast du ja noch dein Alleinstellungsmerkmal bis jetzt, ne? Weil es ist ja auch dann gut, dass dann auch ein Mann in diesem Beruf dann, also da, wo du jetzt herkommst, wir sprechen jetzt nur vom Kochertal, wo du herkommst, finde ich das sehr interessant. Jetzt war ja nicht der Wunsch, als kleiner Bub Logopäde zu werden. Was war denn so dein Wunsch? Oh, mein Wunsch als kleines Kind. Gute Ja. Frage. Ach, da war, glaube ich, alles mal dabei. Vom Polizist Ja, über, genau. ja, also so, ja, allmögliches. Ach so, und was mein Wunsch war, war Tatsache Kassierer. Ich habe das so gemacht, dieses, wenn das immer so piep, piep, piep gemacht hat, das hat mich irgendwie immer total, ja, fand ich immer total toll. Ja. Genau. Also steckte das ja schon drin, auf jeden Fall etwas mit Menschen, wo du mit Menschen zu tun hast, mit Menschen Ja. zu arbeiten, das wolltest du schon machen. Ja, das auf jeden Fall, genau. Ja, also das war schon drin. Natürlich habe ich das auch so ein bisschen als Spaß gesehen, dieses Kassierer, ja. Also, so, naja, gibt bestimmt auch noch andere Jobs. Was mir Spaß gemacht hätte, aber ich wollte unbedingt früher Kassierer an der Lidl-Kasse sein. Klasse, klasse, klasse. Und jetzt als Logopäde, Thilo, arbeitest du dann mehr mit Kindern? Ist es gemischt? Wie arbeitest du da? Also, es ist vorrangig sind es Kinder, aber Ja. es sind auch viele Erwachsene dabei. Also es ist, ich bin in Heimen unterwegs und also es ist wirklich breit gefächert, von jung bis alt. Ja, ist wirklich ganz toll und das macht auch Spaß. Ja, wenn man nicht nur Junge hat und nicht nur Alte, dann ist das schon eine ganz tolle Sache. Ja, Ja, ich eine denke mal, mit Kindern Abwechslung. zu arbeiten macht auch Spaß, ne? Ja. Es ist vor allem immer so, wenn so kleine Versprecher oder solche Neuschöpfungen kommen. Ich erinnere mich gerade so an ein Spiel, was ich mit einem Kind gespielt hatte. Da ging es darum, dass er mir Wechselgeld geben sollte. Und dann habe ich ihm, oder dass er mir Wechselgeld geben sollte, so. Und dann hat er mir das gegeben. Hier hast du einen Fünfscheiner. Anstatt einen 5-Euro-Schein hat er das als einen Fünfsteiner genannt. Fand das so lustig. Habe mir gedacht, okay, ja. Ich mag so die Mundart von den Kindern, weil die denken nicht nach, die machen einfach. Die machen einfach, genau. Und das ist Ja. einfach das, ja. Ja. Allerdings ist es natürlich auch schwierig, die dann so zu beeinflussen, Na zu klar. sagen, okay, so ist es richtig. Ja, also ich hatte schon oft auch Patienten, die haben gesagt, oder zumindest kann ich mich an einen erinnern, der hat dann darauf gepocht. Ich habe ihn dann korrektiv verbessert. Ja, wir Ja. machen das in der Logopädie so, dass wir dann, ach, du meinst zum Beispiel anstatt den Tuchen, ach, du meinst den Kuchen. Ja. Ja, genau. Und dann sagt das Kind, ja, Tuchen ist doch richtig, ne? Also hat da auf das Tuchen gepocht, ne? Ja. Ja, so, wo ich dann gar nichts mehr machen kann als Logopäde. Oder erstmal im Moment sage, oh, jetzt, was mache ich jetzt? Ne? Das war schon ein Ja. Ab bisschen welchem Lebensalter kommen die zu dir, die Kinder? Tatsache ab 2 Jahren.
können die zu mir kommen? Also es gibt Tatsache das Phänomen des Late-Talkers. Late-Talker heißt so viel wie späte Sprecher. Und dann ist es so, dass man ja ab 2 Jahren hat man so eine Wortgrenze, ja, von 50 Wörtern. Ja, und diese 50 Wörter sollte das Kind expressiv, also sprich aussprechen, ja, sollte es nicht im Kopf haben, verstehen, sondern sollte es aussprechen. Wir nennen das als Logopäden expressive Leistung, ja. Und da ist es halt so, dass es auch Kinder gibt, die keine 50 Wörter hinkriegen. Ja, und dann wartet man noch ein bisschen, so ein halbes Jahr, und dann kommt sie zu mir. Also so 2, 2,5, ja, genau. Habe ich jetzt am Montag wieder eine Neuanmeldung. Bin ich mal sehr gespannt. Wie lange, Thilo? Ich weiß, es ist natürlich verschieden. Wie lange arbeitest du dann mit so einem Kind? Das finde ich ja immer interessant, so einen Einblick darüber zu haben. Ja, also es ist immer sehr interessant, Ja. wie lange, ne? Es ist Tatsache unterschiedlich. Es ist unterschiedlich von der Kognition auch, ja, also wie schnell verarbeitet das Kind die Information, wie schnell versteht es die Anweisung, und da wäre es zum Beispiel auch sinnvoll, von vornherein eine Ergotherapie anzufangen, damit einfach die Kognition und die Konzentration auch da ist, aber wenn jetzt so das Kind zu mir kommt, ja, also wäre es schön, wenn es nach einer Verordnung klappen würde, wenn es dann gleich Schnipp macht, ist aber in den seltensten Fällen so. Also ich würde jetzt mal sagen, vielleicht, wenn es gut läuft, ein halbes Jahr, wenn es nicht gut läuft oder wenn es eher schleppender läuft, ein bis vielleicht sogar 2 Jahre. Also das kann auch sein. Ja. Nur, dass wir so einen kleinen Einblick dann darüber Ja. haben. Ne? Und warum kommen dann die Erwachsenen zu dir? Die kommen manchmal zu mir, weil die einen Schlaganfall Ja. hatten. Ja. Und da ist es dann so, dass zum Beispiel ein Mundwinkel runterhängt oder dass die Aussprache total unverständlich ist oder dass die gar nicht mehr verstehen, sich untereinander verstehen mit ihren Bezugspersonen. Also die können einerseits die Bezugsperson gar nicht verstehen und andererseits können die sich gar nicht mehr ausdrücken. Ja? Also von daher, Kommunikation ist hier sehr, sehr wichtig. Ja? Genau. Ja. Naja, ich erinnere mich ja, ich als Kind, ich habe ja gestottert und ich habe es alleine wegbekommen durch einen Kampfsport. Und weil ich einen starken Wille hatte, habe ich das Selbstbewusstsein bekommen. Ich habe einen ganz tollen Trainer gehabt und da habe ich dann angefangen zu sprechen. Aber das war ja lange, ich war ja auch sehr lange, fast 2 Monate auch auf Kur. Also das waren ja viele Themen dann, weil ich vom Kreislauf umgekippt bin, dann das Stottern noch mit und das habe ich ganz alleine geschafft. Wow, super. Das ist toll. Ja, das hört man immer wieder, dass das dann, dass die Kinder das dann wollen, weghaben wollen, ja, weil man kriegt das ja mit als stotternde Person. Man kriegt ja mit, dass man in dem Moment hängen bleibt. Es ist Ja, ja nicht genau. so, dass es dann Gehirn aus und dann geht es erst weiter, wenn der Faden oder der Anschluss wieder da ist, sondern es ist ja immer so, dass es dann, dass man das alles mitkriegt. Und das ist natürlich auch eine seelische Belastung dann, ne? Also ist nicht so ganz einfach. Und von daher Hut ab, wenn du das da selber hinbekommen hast. Nee, ich wüsste nicht, wie ich es anders gemacht hätte, jetzt, wenn ich jetzt den Kampfsport nicht gemacht hätte, wie es dann geworden wäre. Ja, Ne? ja, Ob ja. mich dann meine Eltern gefördert hätten oder auch nicht und wie was, das weiß ich dann nicht. Aber dadurch, dass ich so einen Kampfwillen hatte und ja, hat mir der Kampfsport schon sehr, sehr viel Selbstbewusstsein gegeben. Ja, Sport an sich ist auch eine ganz tolle Genau. Alternative, um Sachen zu verarbeiten oder so. Ja. Genau, Also dacht man immer mal. ich zum Beispiel hätte heute auch im Rollstuhl sitzen können. Ja. Da ich als kleines Kind ziemlich krank war,
Haben die Ärzte mir damals gesagt, ja, der Thilo, der wird nie auf eine normale Schule gehen, der wird nie alleine laufen können, der wird nie alleine ja, sonst was tun können. Also der braucht immer Unterstützung und jetzt siehe da, also es ist wirklich, ja. Was alles ja. möglich ist, ne? Ja. Ja. Und durch den Sport noch ganz kurz, sorry, durch den Sport ganz kurz habe ich auch gemerkt, okay, wie sich meine Haltung verändert, wie ich ja, vom Wesen her mich verändere. Also das hat mir unheimlich, also gerade auch, was die Leute außen stehen zu mir sagen, wow, deine Haltung, dein Auftreten, das hat sich einfach alles verbessert durch den Sport. Ja. Ja, na, das sagt man ja immer wieder, Musik und Sport heilt. Ne? Genau. Singst du auch mit den Kindern? Nochmal? Singst du mit den Kindern, dass du auch singen, ja, jein. Ja, ich finde es interessant, weil wir möchten ja einen kleinen Einblick in deinen Beruf mit haben, ne? Ja, also singen grundsätzlich, wenn ich das Kind gar nicht abholen kann, also wenn es gerade in einer ganz neuen Situation ist, dann würde ich vielleicht singen. Allerdings kommt mir ja gerade ein bisschen Corona durch, macht mir so ein bisschen Strich durch die Rechnung, dass ich da gar nicht singen kann oder das einfach nicht möchte, wegen diesen Aerosolen. Da bin ich einfach sehr, sehr vorsichtig. Ja. Klar. Und deswegen, also in den größten Notfällen, ja, wenn ich das Kind gar nicht erreichen kann, dann würde ich vielleicht anfangen zu summen. Ja. Und vielleicht kann es das dann so, aber ja, also singen eher selten. Also geht praktisch alles über die Sprache, die Stimme, dein Spielerisches, die Übungen, die du dann machst, darüber geht dann die Logopädie. Genau. Ja. Und Patienten mit Schlucken habe ich noch vergessen, genau. Also nach dem Schlaganfall gibt es auch noch Leute, die, also Patienten, die ja, sich öfter verschlucken und da gibt es dann auch tolle Techniken, genau. Kommen die dann zu dir alleine oder immer mit einer Begleitperson? Das kommt drauf an. Welche Personengruppe? Ist es jetzt eher, sind es jetzt eher Jüngere oder Ältere, die du meinst? Ja. Na, ist sind egal. Es, ist jetzt egal, ob du jetzt ein Kind hast, ob du eine ältere Person hast. Sind bei den Kindern zum Beispiel die Eltern mit dabei? Oder ist man dann abgelenkt in der Arbeit und die Eltern warten dann draußen und du arbeitest mit den Kindern selber alleine? Oder wie arbeitest du dann da? Also es ist sozusagen so, anfangs findet eher erstmal ein Elterngespräch statt, ob irgendwelche Allergien vorliegen, also die ganze Anamnese, wie ist es alles entstanden, gibt es da irgendwelche, gab es vorher irgendwelche Auffälligkeiten und so weiter. Also da sind die Eltern schon mit dabei. Genau, und dann eben, ja, ist es nicht gleich so, dass die Eltern gleich rausgeschickt werden, sondern, also bei manchen geht es auch so, dann ist die zweite Stunde, machen die das ganz alleine, die Kinder, dann sitzen die mit mir hier alleine drin, Tatsache, viele Kinder sind dann auch noch so, oh, was passiert denn heute, ja, das ist so ein bisschen schwierig und dann gibt es tatsächlich vor allem Mädchen, die sind dann eher so ein bisschen zurückhaltender, habe ich jetzt mal so herausgefunden, würde ich jetzt mal so sagen, die sind eher so, dass die sagen, ja, Mama bleibt noch ein bisschen da. Ah, okay. Ja. Und wie oft kommt dann die Person zu dir? Einmal in der Woche oder wie arbeitest du dann? Ich weiß, es ist auch wieder verschieden, aber wie gehst du mit denen dann vor? Wie oft siehst du die dann? Also es ist tatsächlich so, der Arzt schreibt mir tatsächlich vor, und so oft darf ich das machen. Mittlerweile kann ich das bis zu 3-mal pro Woche ausbauen. Ach so, das wollte ich jetzt nicht. Genau, also es gibt tatsächlich die Möglichkeit, dass ich 1 bis 3-mal die Woche das
durchführe. Allerdings wollen natürlich viele zu mir kommen. Also na klar. Ich bin gerade gut besucht. Ja. Und dann ist es natürlich so, dass dreimal die Woche schwierig ist. Okay. Allerdings, wenn ich jetzt irgendwie merke, okay, ich bin im Urlaub oder ich bin irgendwie krank oder sonst was, dann bin ich auch einer, der sagt, okay, gut, ich versuche irgendwie Post zu verschicken. Also an diejenigen Patienten schicke ich dann per Post Aufgaben, wo sie üben können. Ja. Ja. Wie war denn das jetzt, wo wir nicht arbeiten konnten? Also so wie du jetzt in deinem Beruf, hast du dich online aufgestellt? Oder war das dann schwieriger? Also teilweise, ich habe es den Patienten freigestellt. Ja. Ja, also sie konnten überlegen, okay, mach das Ganze online oder mach das Ganze hier präsent. Ja. Genau, online war natürlich auch von der Vorbereitung her schwieriger, sage ich, ne, weil jetzt bekomme erstmal ein Kind, ein vierjähriges Kind oder vielleicht ja, ein vierjähriges Kind vor die Kamera und jetzt soll das da gucken, was der Logopäde da für Späßchen macht und dann versucht mal das Kind da so aufzuheitern. Also das ist nicht ganz so einfach, hat Tatsache funktioniert, also es war wirklich interessant. Aber Tatsache, die meisten sind Tatsache hierher gekommen. Ja, also gegen Tatsache. Ja. Hast du denn Angestellte, Thilo, oder bist du allein? Arbeitest du allein in deiner Praxis? Ich arbeite alleine. Ja. Okay. Alleine. Aber es gibt Tatsache gute Bekannte, die in meinem Freundeskreis sind, die sind auch Logopädinnen. Ja. Sind jetzt Frauen, aber ja, auf jeden Fall auch sehr, sehr nette Kollegen. Und wenn ich dann irgendwann mal eine Frage habe oder so, dann kann ich mich mit denen austauschen. Ja, das schön. Ist ein ganz tolles, ganz tolle Bereicherung. Ja. Ja. Genau. Na, Austausch ist wichtig, auch unter den Kollegen. Ne? Ich denke mal, du gehst ja auch trotz allem zur Fortbildung, Weiterbildung. Das geht ja auch in deinem Beruf auch immer weiter. Da lernt man ja auch stetig dazu. Genau, ja. Also das ist auf jeden Fall so. Es ist jetzt gerade ein bisschen weniger geworden mit Fortbildungen, eher online das Ganze. Aber ansonsten, genau, ja. Ja. Also, Fortbildung ist auch ein Thema für mich. Was ist denn für dich dein nächstes Ziel, Thilo, was du dir vorgenommen hast? Mein nächstes Ziel, das nächste größere Ziel ist Tatsache, dass ich irgendwann mal, also ich fange anders an. Es ist so, weil wir gerade beim Thema Fortbildungen waren, das passt ganz gut. Es ist so, dass wir Logopäden die Möglichkeit haben, nach Stuttgart, nach Ulm oder nach Köln zu den nächstgrößeren Fortbildungsinstituten gehen können. Ja, das ist natürlich von uns hier im Kochertal in Nordostbaden-Württemberg, sagt man mal jetzt so, ist es natürlich schon eine weite Strecke mit Übernachtung und also unheimlich weit. Also von daher, mein großes Ziel wäre, dass ich Tatsache mal so ein Fortbildungsinstitut aufbaue. Das wäre so mein Wunsch danach, ja, genau. Okay. Dass ich einfach hier die Leute diese schöne Umgebung zeigen kann und ja, einfach, dass die hier auch die Übernachtungsmöglichkeiten haben und dass ich halt auch einfach hier all mögliche Leute, also jetzt nicht nur Logopäden, sondern halt auch die Kindergärtnerinnen, also Erzieherinnen oder andere Pädagogen mit ins Boot hole und sage, genau, also hier gibt es die Möglichkeit, hier im Umkreis, ich weiß noch nicht, wo ich das bauen wollen würde, aber hier im Umkreis, dass man dann einfach hier so eine Art Institut aufbauen könnte. Ja, das wäre so mein Ziel.
Ja, na, das darf man ja haben. Deshalb habe ich dich ja nach deinem Ziel gefragt. Genau, Und es ist ja genau. gerade die Arbeit mit dem, was du machst, ja sehr, sehr wichtig. Ne? Also deshalb finde ich das ja schön, dass ich dich im Interview habe und frage jetzt mal für die, die nicht so einen Einblick haben in die Logopädie, finde ich ganz, ganz toll. Wie schaltest du denn für dich selber ab? Bist du viel in der Natur? Liest du viel, Thilo? Also lesen, ja. Nee, eher nicht, bin ich jetzt mal ehrlich. Okay. Also ja, wenn es jetzt irgendwelche fachlichen Dinge sind, dann lese ich schon das ein oder andere nach, weil es einfach wichtig ist. Aber jetzt so, dass ich mich jetzt hinsetze und irgendwelche Romane wälze oder irgendwelche, ja, Romane, was gibt es noch? Ja, so bin ich nicht der Typ. Ja, genau. Abschalten tue ich Tatsache, wenn ich wirklich Zeit habe mit Sport, also dass ich meine Runde laufen gehe oder dass ich mich, ja, ich habe mir jetzt zum Beispiel, wo diese Lockdown-Zeit war, habe ich mir so einen Fitnessbereich aufgebaut und da verbringe ich dann auch Zeit, genau, und genau, das ist so, das war's. Genau, ja. Naja, das Abschalten ist ja auch sehr wichtig und für sich selber etwas zu tun ja auch. Genau, Ne? genau. Deshalb gehen ja viele raus in die Natur, ob es an den See ist, in den Wald ist, was man dann schon braucht für sich alleine auch. Ne? Gerade wenn man Ja. so im Business mit drinne ist. Ich sage ja immer, mein Spruch ist ja immer, es gibt eine Arbeitszeit und auch eine Auszeit. Ja, das stimmt. Wobei die Auszeit als Selbstständiger natürlich jetzt geringer ist, sage ich jetzt Ja, mal aber die so. Auszeit meine ich ja mit Lesen, mit Spazierengehen Ja. für mich selber. Das meine ich jetzt mit Auszeit, sich das zu nehmen. Und es geht, es ist nur eine Einteilung. Ja, natürlich, genau. Das stimmt. Ja. Das ist gut. Gibt es so Rituale, die du morgens dann hast, wenn du morgens aufstehst oder gar nicht? Also, ich bin eher so einer, der erst lieber ins Bad geht und dann frühstückt. Okay, aber Ja, so, dass also, du meditierst jetzt zum Beispiel sowas, gar nicht. nee, Ja. also ich bin dann nicht so einer, der, nee. Also ich bin eher der kurz vor knapp aufsteht und Okay. dann alles schnell, schnell, zack, zack, und dann also gar nicht so viel Zeit hat zu meditieren, ja. Na, ich kenne sehr, sehr viele, die stehen morgens um 5 Uhr auf, die lesen dann eine Stunde und dann geht's. Oh. Ja. Ja, also wenn ich die Zeit habe am Wochenende, dann gibt es Tatsache Zeiten, wo ich auch in der Bibel lese, Tatsache. Okay. Also sowas, ja. Okay. Also Weil liest ich das du ja auch. auch, genau, ja. Ja. Genau. Ja. Thilo, das war jetzt ein sehr interessantes, spannendes Gespräch in deinen Beruf, dass man da mal einen Einblick hat. Was ist denn so für dich dein Lebensmotto, was du uns mitgeben kannst? Carpe diem, nutze den Tag. Ja, das habe ich mir irgendwie immer so auf die Fahne geschrieben. Ja, das, also man sollte auf jeden Fall das tun, den Tag nutzen. Oder was jetzt vielleicht noch mehr in den Vordergrund rückt, ist so, das habe ich mal auf einem, da saß ich mal irgendwo und habe das an der Wand gesehen. Und da stand, lebe jeden Tag First Class, sonst tun es deine Erben. Ja, Genau. genau, Und den so, kennen wir. Ja, toll. Ja, genau, super. genau. Und das trifft eigentlich noch mehr so jetzt, ne? Also man sollte jeden Tag das Leben so fühlen, als wenn das der letzte wäre, weil man weiß ja nicht, was passiert, ja? Also nach diesen zwei lebe ich gerade so, ja, genau. Also Na? das. Nur wissen, tun wir Menschen das ja, nur das Umsetzen und Machen ist dann wieder etwas anderes, ne? Genau, ja. Ja. Also dieses Motto, das ist zwar da, also gerade dieses Carpe diem, ja, das ist da, aber manchmal kommt man gar nicht dazu, ja, das ist richtig.
Thilo, wenn die Community jetzt mit dir Kontakt aufnehmen möchte, wo bist du Social Media vertreten? Wo findet man dich? Also man findet mich bei Instagram, man findet mich bei Facebook. Da sind jetzt noch nicht so viele Beiträge drin. Allerdings habe ich mir das jetzt auch schon so zurecht gemacht, dass ich da auch noch mal ein paar Beiträge reinmache. Mhm. Aber da kann man auch mal so die Praxis sehen, auch im Internet, auf meiner Homepage kann man auch noch mal die Praxis sich anschauen. Genau, also da kann man auf jeden Fall mit mir Kontakt aufnehmen. Mhm. Genau. Na, deine Homepage ist ja gerade fertig geworden und die ist sehr, sehr schön geworden, auch von den Farben her, Thilo. Also Glückwunsch, die hat mir geschrieben, die hat mir gleich gefallen. Ganz toll. Und wir verlinken es unterhalb des Videos sowieso bei sabinesinfobox.de ist alles drauf, deine ganzen Verlinkungen. Und Thilo, ich freue mich sehr, dass wir beide jetzt zusammengekommen sind. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und bleibe vor allem gesund. Vielen Dank, liebe Sabine. Auch dir alles Gute und alles Liebe und ja, viel Gesundheit vor allem. Ja, das ist gerade das Wichtigste. Genau. Das ist das Allerwichtigste. Herzlichen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns beim nächsten Interview bei Sabines Infobox und ich wünsche euch alles Gute. Bis bald, die Sabine. Tschüss.